Dream big, cause boy, you're gonna make it. Stand tall, there's a higher road to take it. Lay wild in the mystery. Ich bin Adrian. Ich stelle euch heute mein Dachzelt-Setup vor. Mit dem Land Rover Defender 90, mit dem Zeltofen im Vorzelt. I've been in the darkness for 40 days. A sign to light up the way. So can you help me out? Can you help me out? Das ist mein 90er Defender und ich nehme euch jetzt mal mit und dann bauen wir alles zusammen auf. Zuerst müssen wir hier den Reißverschluss einmal ringsrum lösen. Das ist manchmal ein bisschen fiddelig an den Ecken. Um jetzt das Dachzelt ganz zu öffnen, gehe ich einmal auf meinen Dachträger. Ich habe keinen Heckleiter, aber einen super Ersatzreifen, der mir auch hilft. Dann nehme ich erstmal meine Kiste ab. Darum bewahre ich meine Klamotten auf und Rucksäcke und alles, was man jetzt nicht die ganze Zeit braucht. Dann müssen wir einmal hier die Haltegurte lösen. Die sind mit einem Klettverschluss gesichert und einfach durch die Lasche hier gezogen. Und danach kann die Plane komplett abgenommen werden. Und lass die dann nach vorne vorsichtig auf die Motorhaube plumpsen. Als nächstes habe ich hier meine Leiter. Hier noch das Erweiterungsstück dabei, weil der Defender ein bisschen höher ist als ein normales Auto. Na, und dann das Hauptleiterteil. Und dann ist das Dachzelt eigentlich soweit fertig zum Aufklappen. Ich habe mein Dachzelt nach vorne aufklappen lassen. Aus dem Grund, weil es einfach wesentlich platzsparender ist. Weil wenn ich jetzt die Leiter gleich absetze, brauche ich nur ein bisschen mehr als die Grundfläche von meinem Auto. Und somit kann ich eigentlich fast überall einfach stehen. Das Dachzelt ist noch vom letzten Regen ein bisschen nass. Das ist aber eigentlich gar nicht schlimm. Wenn man das jetzt nicht zu lange in der Folie lässt, dann passiert auch in der Regel nichts. So, das Zelt steht jetzt soweit. Jetzt gehe ich hoch, mache die Stangen rein, damit es auch alles schön aussieht und man einen schönen Blick nach draußen hat. Für die Schuhe habe ich hier ein kleines Netz drin. Und hier unten sind jetzt die Ösen, die hinten noch zur Fixierung von dem Dachzelt gedient haben. Und da habe ich mir einfach ein Gepäcknetz genommen für den Kofferraum. Und da waren so kleine Plastikkarabiner dran. Und das klicke ich mir einfach ran. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. Und jetzt habe ich da einen Platz, wo die Schuhe auch hin können. Jetzt nehme ich die Schuhe einfach und hänge sie hier rein. Kommt mal hoch, dann zeige ich euch jetzt den Innenraum von dem Zelt. Hier auf meinem Schlafplätzchen habe ich schon die Gestänge liegen, damit das Zelt gleich aufgespannt werden kann. Die Gestänge werden hier reingesteckt, bisschen hin und her wackeln, dann rutscht es rein. Dann nehme ich mir hier die Lasche und füge sie hier in die Öse rein. Genau dasselbe hier noch auf der Seite. Und das Ganze mache ich jetzt einmal ringsrum. Und dann ist das Zelt soweit aufgebaut. Für meinen Schlafplatz lege ich einfach meinen Kopfkissen nach vorne, klappe einmal meinen Schlafsack zurück und fertig ist das Bett. Das ist ein Doppelschlafsack, 1,20 m x 2,20 m. Habe ich einfach geholt, weil ich auch zu Hause eine große Bettdecke habe, das super bequem ist und schlafe da ziemlich gut drin. Also ich friere auch nicht, wenn ich allein unterwegs bin. Gut an dem Dachzelt ist, dass man ja alle Seiten hier öffnen kann. Und wenn man natürlich so einen tollen Stellplatz hat, wie wir jetzt heute, dann lohnt sich so ein Rundumblick auf jeden Fall. Und da ich ja auch überall einfach nur ein Fliegengitter nur vormachen kann, kann ich auch komplett offen schlafen. Also ich muss jetzt nicht alles zumachen und habe dann kein Licht mehr, sondern ich kann trotzdem die Aussicht genießen und habe kein Problem mit Viehzeug. Das hier ist eine Standardmatratze, die ist mit dem Dachzelt dabei. Also die, da ist nichts dran verändert worden. Das ist auch wieder so ein abwaschbarer Stoff, wasserfest. Und hier drunter habe ich noch so ein Meshgewebe. Das ermöglicht die Luftzirkulation unter der Matratze von Kondenswasser, Feuchtigkeit, dass da einfach kein gammeliges Wasser dann unter der Matratze steht, weil ich ja auch das Dachzelt ab und zu mal nass zusammenbaue. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Dachzelt, also es ist sehr bequem. Der Aufbau dauert ein bisschen länger als jetzt vielleicht ein anderes Dachzelt, aber an sich macht das super viel Spaß. Auch der Aufbau macht ja auch Laune, gehört auch dazu. Das Einzige, dadurch, dass es ja kein Hartschalenzelt ist, wackelt das an sich. Gibt natürlich auch Windgeräusche durch die Reißverschlüsse und sonst was. Wenn es natürlich ganz extrem ist, dann schläft man vielleicht dann nicht an der windanfälligsten Stelle, sondern sucht sich einen ruhigeren Platz. Hier hinten habe ich ja meine Kiste mit den Klamotten drin. Am besten guckt ihr mal von der anderen Seite. Während der Fahrt steht die Kiste nach hinten ausgerichtet, sodass ich hier die Verschlüsse habe. Das, falls ich nicht am Dachzelt jetzt gerade bin und trotzdem was aus der Kiste brauche, kann ich einfach dann von der Seite die Kiste öffnen und gut drankommen. Im Dachzelt selber
drehe ich dann die Kiste einfach um, so dass die Verschlüsse zu mir zeigen. Und dann kann ich hier einfach ganz entspannt draus meinen Kram nehmen. Hier, wie gesagt, der Rucksack drüber, die Klamotten, Tücher, alles, was man so bei so einem kleinen Trip braucht. Ja, und dann kann ich mich ganz entspannt hier oben im Dachzelt dann noch umziehen und muss jetzt nicht groß erstmal runtergehen, dann gucken, wie ich mich am besten umziehe. Ja, habe alles hier oben, was ich brauche. Den warmen Pulli nimmt man sich dann von vornherein schon für den Abend mit raus. Und man kann sich auch einfach bei schönem Wetter hier hinten draufsetzen und die Landschaft nochmal von außen genießen. Ich habe hier auf dem Defender einen Dachträger von Frontrunner. Das ist der Slimline 2. Daran montiert ist hier meine Markise, das Dachzelt und die Kiste. Und damit bleibe ich auch unter den 100 Kilogramm Dachlast. Das Dachzelt hat eine besondere Befestigung. Das ist auch von Frontrunner. Das ist so ein Schnellverschlusssystem. Das zeige ich euch jetzt. Dafür muss ich nur einmal auf die andere Seite meinen Schuh wieder anziehen. Gehen wir am besten auf die Seite. Und zwar haben wir hier das System. An dem Dachzelt selber sind Teller montiert. So ein Verschlusssystem, der ist einmal gesichert, den muss man nach vorne drücken und dann kann man den einfach aufklicken. Und hier ist dann dieser Widerhaken, der ist an dem Dachzelt selber, an dieser Profilleiste, die an dem Dachzelt schon dran ist. Man hat quasi den Ständer so und dann schiebt man den Teller so drunter und dann ist es fixiert. Und dadurch, dass man dann hier noch die Schnalle hat, ist es dann komplett fixiert. Hier ist noch die Möglichkeit, mit einem Schloss zu arbeiten, damit es nicht geklaut wird, weil das ja innerhalb von ein paar Minuten dann drauf und ab ist. Dann ist man da auch schon ein bisschen sicherer unterwegs. Auf der anderen Seite habe ich noch meine Markise jetzt dran am Dachträger. Hier haben wir auch wieder einen Reißverschluss, der zuerst geöffnet werden muss. Und hier sind auch wieder Klettverschlüsse, um das Ganze zu sichern, dass mir nicht hier direkt die Markise entgegenkommt beim Öffnen. Und dann ist hier die Markise in sich eingewickelt und dann kann man die rausgleiten lassen. Wie man sieht, ist auch diese noch nass. Die Markise gibt es auch noch in der längeren Version, auch noch in der kürzeren Version. Das ist jetzt das Maß 2x2 Meter. Und für die Markise habe ich jetzt noch ein Vorzelt. Und das würde ich jetzt aufbauen mit euch. Verstaut ist das ganze Material im Kofferraum von meinem Defender. Und hier in diesem Sack ist das kleine Vorzelt. Das Vorzelt hat auch eine Bodenplane hier. Die ist mit einem Reißverschluss an das Zelt selber befestigt. Hier haben wir eine Kederschiene. Das ist eine dicke Wulst, die eingenäht ist. Und an der Markise selber haben wir hier an der Halterung das Gegenstück und jetzt kann das Vorzelt hier einfach reingeschoben werden. Wird hier reingeschoben und dann muss man da ein bisschen mitführen. Und das hat auch den Grund, dass dann auch vom Auto, falls Wasser ans Auto kommt, dass es dann auch zu der Seite noch abgesichert ist und dass alles einfach auf Spannung dann kommt. So, wenn die dann drin ist, habe ich hier noch die Clips. Die werden jetzt einfach hier oben mit dran geklippt. Das geht jetzt einmal ringsrum und an den vorderen Stangen wieder runter und das hält auch das Vorzelt nach oben hin auf Spannung. Das Vorzelt ist halt für mich super praktisch, weil ich in meinem Defender jetzt nicht wirklich so viel Platz habe, um mich da selber jetzt noch reinzusetzen, wenn ich unterwegs bin. Und bei einem schlechten Wetter macht das schon viel aus, wenn man noch mal einen trockenen Rückzugsort hat. Dann haben wir hier am Boden einmal ringsrum hier Ösen, um Heringe festzusetzen. Und hier kann man dann mit diesem normalen Standard-Verstellsystem, das man ja auch von Rucksäcken kennt, kann man dann einfach die Spannung dann schön anpassen und sich das selber einstellen, wie man es möchte. Genau. Und schon steht auch das Vorzelt. Hier habe ich ein Loch, das ist nicht standardmäßig drin. Das ist eine Standard-Zeltdurchführung mit einem feuerfesten Silikonring. Ich habe einen Zeltofen für mein Vorzelt. Den bauen wir jetzt gleich auf, damit man es auch an kälteren, ungemütlicheren Tagen dann schön kuschelig warm hat, weil ich keine Standheizung verbaut habe. Um reinzukommen, hat man hier auch wieder am links und rechts die Reißverschlüsse. Und hier hat sich jetzt schon ein bisschen Dreck eingesammelt, aber dadurch, dass die Bodenplane auch abnehmbar ist, ist das gar kein Problem, die einfach rauszunehmen und dann kann man die auch mal sauber machen, ohne immer das ganze Zelt dann aufzubauen. Also wenn ich jetzt einen schlechten Tag hatte, oder ich nicht, aber das Wetter nicht so geil war, dann kann ich die einfach abnehmen und dann einfach zu Hause dann im Gartenschlauch einmal abspritzen und dann ist das auch wieder alles sauber. So, dann holen wir mal den Zeltofen und bauen den mal auf. Bei mir sind alle Kisten einzeln beschriftet. Ich habe verschiedene Systeme hier drin, damit ich immer alles finde. Auf verschiedene Größen dann auf das angepasst, was ich gerade brauche. Das, was hier in den Kisten alles drin ist, das werde ich euch gleich noch im Laufe des Videos einmal erklären und zeigen. So, und hier ist auch schon der Zeltofen. Den nehme ich einmal so, wie er ist, mit ins Zelt. Die Kisten haben hier so einen kleinen Verschluss. Und den Deckel kann ich einmal nach hinten umklappen. Dann habe ich hier einmal meinen Funkenfänger und der Ofen an sich. Und hier habe ich dann Füße, die klappe ich einmal auf und sichere die hier mit dem Stift. Die drei Füße sind besser als vier Füße, weil die nicht wackeln.
Also drei Füße stabilisieren das Ganze in sich selber. So, dass er eigentlich immer einen stabilen Stand hat. Dann stelle ich den schon mal grob hin, gucken, dass ich genug Abstand zum der Zeltwand hat, dass da nichts passiert. Die Sicherheit geht da schon vor, weil das ist ja eine heiße Angelegenheit. Also ich bin selber bei der Feuerwehr, kenne mich auch, was das angeht, aus, also was CO angeht. Ich habe auch immer einen CO-Warner dabei, wenn ich den Zeltofen in Betrieb nehme. Habe im Auto selber einen Feuerlöcher und eine Löschdecke und gucke auch immer, dass die Gegebenheiten passen. Also wenn es jetzt zu trocken ist, dann mache ich auch keinen Zeltofen an, dann wird auch kein Lagerfeuer gemacht. Darauf sollte man dann schon achten. Und das Ganze auch respektieren, was dann von der Stadt oder der Behörde dann gesagt wird. Also wichtig ist beim Benutzen vom Zeltofen, das Gehäuse an sich wird heiß, auch der Schornstein wird heiß. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass sowohl der Ofen als auch der Schornstein genug Abstand zu der Zelthaut hat oder zu anderen Gegenständen, die in diesem Zelt dann drinstehen. Und grundsätzlich zählt halt auch, dass man den Ofen oder Feuer jetzt nicht unbeaufsichtigt dann brennen lässt, sondern ich bleibe dann schon so lange drin, bis der Ofen aus ist. Oder ich mache ihn selber dann aus, nehme mir die Asche mit einer Schaufel raus, sodass man immer direkt eingreifen kann, wenn was ist. Man nicht irgendwie mal eine Viertelstunde mit dem Hund Gassi ist und dann wiederkommt und das Auto in Flammen steht. Das will ja auch keiner. In dem Ofen selber habe ich hier meine Rohre verstaut. Das sind verschiedene Größen und die sind ineinander gesteckt. Müssen auch sauber gemacht werden, wie ein ganz normaler Kamin. Ich benutze hier eine Klobürste, einfach daheim gerade mal durchgeschoben. Und dann passt es auch wieder, weil genau da bildet sich auch eine Rußablagerung drin. Ich habe hier einmal mein Standrohr, das kommt nach ganz unten hin. Hier habe ich einen Rauchverschluss mit drin. So kann ich halt dann die Hitze stauen, dann drosselt sich das Ganze. Dann gibt es auch kein schönes Loderfeuer, sondern es ist einfach dann schöner passiver Brand, der dann da drin ist und macht alles schön warm nochmal. Genauso wie hier vorne. Hier habe ich auch die Möglichkeit, über eine Luftzufuhr an dem Rädchen zu drehen. Weil ich ja zwei verschiedene Rohrdurchmesser habe. Die sind auch Standard bei dem Ofen. Also das ist normal, das ist jetzt nichts von mir selber. Ist hier eine Verjüngung quasi, von dem einen auf den anderen Rohr und der Winkel. Ich brauche noch einen Winkel, weil ich will ja durch das Loch und nicht durch die Decke durch. Der ist nicht standardmäßig dabei gewesen, aber das ist ein ganz normaler Ofenrohrbogen. Der wird aufgesetzt, dann gehe ich hier hin. Und jetzt kommt das kleinere Stück, hier habe ich jetzt gerade verjüngt. Und das schiebe ich jetzt hier einmal durch die Ofenzufuhr nach draußen. Und ziehe es wieder rein, damit die Gummilasche umschwingt, dass ich hier keinen Wasser reinkriege. Und das Ganze sitzt hier so spannend, hier in dem Bereich drückt sich die Zellwand nicht rein. Also wichtig ist, dass hier unten das abgespannt ist nach außen, dass sie sich nicht komplett an den Ofen randrückt. Jetzt kann man draußen nochmal nachspannen gleich, das gucken wir dann gleich. Nehme ich jetzt direkt schon das nächste Rohr und den Funkenfang mit. Der ist ganz sinnvoll, weil durchs Feuer kommen natürlich auch Funken nach draußen und der fängt die Funken dann hier in diesem Gitter auf. Dadurch, dass ich eine Verjüngung in dem Rohr habe, habe ich zwei verschiedene Durchmesser. Und ich habe mir da eine Stütze gebastelt und durch die Verjüngung brauche ich hier einen anderen Rohrdurchmesser bei meinem Winkel. Aber bisher habe ich noch keinen gefunden, der auf meinen Ofenrohr passt. Und da helfe ich mir einfach mit einer Fallrohrschelle. Jetzt habe ich hier einfach ein bisschen Stabilität mit reingebracht und mehr brauche ich da auch nicht. Also die hält auch an sich und es kann so stehen bleiben. Mal auch gleich Feuer, aber vorher zeige ich euch einmal das Auto an sich. Die Boxen haben wir ja jetzt schon rausgeholt. Ich habe hier verschiedene Kisten, Größen und Funktionen. Ich habe insgesamt 5 Kisten jetzt dabei. Ich habe zu Hause noch ein paar Kisten und kann mir das dann je nachdem, wie ich gerade unterwegs sein möchte, zusammenstellen. Also ich habe für den Winter mehr oder anderes Material als für den Sommer zum Beispiel. Und kommt auch immer darauf an, ob ich jetzt ins Gelände fahre oder jetzt eher so mit Freunden unterwegs bin. Fangen wir einfach mit der obersten Kiste an. Das ist meine Elektrobox. Hier habe ich einfach ein bisschen was Kabel angeht. Ich habe hier eine Lampe, mein kleines 28 Watt Solarpanel. Klein, aber fein. Da habe ich hier oben, kann ich über USB quasi dann meine Powerbank laden. Das reicht fürs Handy auf jeden Fall aus. Also als nächstes ist meine Diversbox. Da ist alles drin, was keine extra Bezeichnung für verdient hat. Also hier habe ich Handschuhe, bisschen Gaffer, meinen Grillanzünder, Lampenöl, so kleine Sturmkerzen, die kann man aufziehen, auch mit einem Haken dann einfach irgendwo dranhängen. Habe auch hier meine Wanderführer drin und ganz wichtig, die Wärmflasche. Das ist eines der wichtigsten Gadgets, die ich mittlerweile besitze. Auch in der Kiste sind eigentlich liegend die zwei Taschen,
mit meinen Petroleumlampen drin. Allerdings sind die jetzt noch gefüllt und wenn ich die jetzt hinlege, dann laufen die am Ende aus. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal separat ins Auto gepackt. Das ist eine Olive-Version. Genau. Ganz normale Stummlaterne quasi. Auch für schönes Licht am Lagerfeuer und am Abend einfach. Hier ist meine Küchenbox. Die habe ich einfach für den Zeltofen. Habe ich einmal einen kleinen Topf. Da füllt man oben Wasser rein, klemmt den hinten ans Ofenrohr dran, hat hier einen Hahn und kann sich dann immer, wenn der Ofen ein bisschen an war, warmes Wasser, dann kann man dann auch die Wärmflasche dann für den Abend schon mal da schön vorwärmen. Man hat immer warmes Wasser, kann man immer gebrauchen. Auch hier drin habe ich noch so ein bisschen größere Sachen, die jetzt nicht in die kleinen Kisten reinpassen. Ganz wichtig, der Schnaps. Zwei Becher, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Geschirr habe ich nur einmal. Aus dem Grund, wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann esse ich eigentlich immer aus meinem Topf. Ich habe einen kleinen und einen großen Topf und dann entweder nehme ich die Pfanne oder den Topf dann als mein Besteck und das kriegt dann jemand anderes. Hier ist mein Topfset drin. Besteht aus eigentlich dem großen und dem kleinen Topf. Ich habe jetzt nur den kleinen Topf hier drin. Den großen brauche ich jetzt gerade nicht. Und die Pfanne. Und hier den Stauraum nutze ich auch. Habe hier noch ein Schälchen drin und ein paar Gewürze. Und hier einfach, dadurch, dass ich ja ganze Bohnen verwende, eine Kaffeemühle. Und mal mir dann meinen Kaffee selber morgens. Dann habe ich zwei verschiedene Varianten dabei, um zu kochen. Einmal habe ich hier eine Gaskartusche und einen kleinen Kocher. Also es ist wirklich nur ein ganz kleiner, der hat auch nicht extrem viel Power. Aber für mal was Kleines reicht der vollkommen aus. Der ist auch schön leicht. Aufklappen. Und dann kann man kochen damit. Und für größere Sachen, die ich dann mache, habe ich hier einen Multifuel-Kocher. Der ist mit Benzin gefüllt und habe hier dann meinen Kocher an sich. Und der Verbrauch ist auch sehr gering. Die Flasche ist noch halb voll. Ich war damit eine Woche jetzt unterwegs schon. Der Vorteil ist bei den Benzinkochern ist, dass die nicht so empfindlich sind, was Temperaturen angeht. Das ist meine Hygienebox. Die ist jetzt auch nicht so voll. Hier habe ich einfach alles, was Putzen angeht. Also wenn ich jetzt unterwegs bin und ein bisschen Geschirr spülen möchte, habe ich hier so ein kleines Faltbecken mit drin, das ich mit Wasser befüllen kann. Waschlappen, Handtuch und einfach ein Kulturbeutel und so eine kleine Reiseapotheke. Und alles, was man da so für kleine Babychen braucht. Das war schon eigentlich alles zu meiner Hygienebox. Und dann kommt die schwerste Kiste, die Essenskiste. Das ist mein Baby. Hier ist alles drin. Ein paar Gewürze einfach mit drin. Dann ein bisschen Saft für das Frühstück morgens. Salz, Pfeffer, ein bisschen Butter. Und also ich habe ja auch keine Kühlbox, deswegen muss ich ja schon ein bisschen drauf achten, was ich einkaufe. Und dass wenn ich Sachen einkaufe, die ein bisschen empfindlicher sind, dass ich die dann auch schon dann direkt am besten esse. Das waren meine Kisten. Das Auto an sich ist sonst komplett leer. Die Kisten passen genau hier zwischen meinen Sitzen rein. Die kann ich einfach umlegen. Und dann kann ich hier und da noch jemanden mitnehmen. Also ich kann auch eine dritte Person mitnehmen. Die kann dann auch im Vorzelt schlafen, kann sich sein eigenes Bettkram mitnehmen oder auf dem Feldbett schlafen. Hier habe ich nochmal ein bisschen Verbandsmaterial dabei. Was man aber auf jeden Fall eigentlich immer dabei haben sollte, ist einfach Pflaster, Verbandmaterial, Mullbinden, so dass man auch mal schnell mal was abbinden kann, auch was zum Reinigen, also Desinfektionsmittel, genau, die habe ich einfach mittlerweile standardmäßig einfach im Auto, die nimmt auch keinen Platz weg, da muss man nicht mal einen Verbandskasten direkt aufreißen, wenn was ist. Hier habe ich meinen Feuerlöscher, das ist ein Pulverlöcher gegen Feststoffe, flüssige Stoffe und Gase. Also an sich ist man mit einem Pulverlöscher, so wie der jetzt ist, eigentlich immer ganz gut bedient, weil der ein weites Spektrum abdeckt. Allerdings macht er auch viel Sauerei, weil der zieht auch gerne mal einen Ritzen rein. Also wenn man dann mal so einen Pulverlöscher abdrückt, dann hat man noch im Sommer bei der Klimaanlage Spaß von. Ich habe auch noch hier eine Löschdecke hinten drin. Eignet sich super, wenn man jetzt zum Beispiel ein kleines Bodenfeuer hat oder eine Person halt löschen muss. Die wird einfach hier unten rausgezogen. Hier ist die Decke drin. Das ist so ein Gewebe quasi. Hier habe ich noch ein Lammfell. Das lege ich mir abends dann ganz gerne mal am Lagerfeuer dann auf meinen Campingstuhl. Das ist schön wärmend und sehr weich. Also das perfekte Sitzkissen quasi. Genau, hier
habe ich ja noch meinen Campingstuhl. Das ist so ein ganz klassisches 0815, nichts Besonderes. Schön dann sich hinsetzen und dann nochmal am Lagerfeuer ein paar Lieder singen und ein Bierchen trinken und oder wie jetzt hier nochmal schönen Sonnenuntergang genießen. So, das war's auch schon mit dem ganzen Kram, was in dem Auto versteckt ist. Jetzt will ich euch noch ein bisschen was zu dem Fahrzeug an sich erzählen. Wir haben hier einen 90er Defender. Das ist die kürzere Radstandvariante. Die gibt es auch noch in einer 110er und einer 130er Version als Pickup. Also es gibt in verschiedenen Varianten die Defender-Typen. Die werden nicht mehr hergestellt. Jetzt gibt es ja das neue Modell, das Defender 2020. Genau, wir hatten schon immer Defender, seitdem ich denken kann. Also wir hatten früher die längere Version. Aufgrund dessen, dass wir Ziegen hatten hier im Weinberg, haben wir die halt damit dann immer gefüttert und sind damit durch die Weinberge gefahren. Habe auch eigentlich auf Papas Schoß so ein bisschen mit dem Auto fahren gelernt und ja, haben dann, als dann hieß, es wird nicht mehr hergestellt, haben wir dann gesagt, okay, komm, wir holen noch mal einen, weil ich dann ja auch mich schon in das Auto verliebt hatte und haben uns auch für die kurze Variante entschieden, weil der einfach geländegängiger ist und einfach vom Platz her ausreichend ist. Genau, das ist jetzt alles noch so Standard wie vom Kauf, also hier ist nichts dran rumgebastelt worden an dem Auto. Aber was ich jetzt als nächstes verändern würde, ist hier den Türgriff. Den würde ich einmal gerne abnehmen und so eine Lasche hinmachen, so eine Lederlasche oder eine Stofflasche. Aufgrund dessen, weil man beim Land Rover doch ein bisschen enger sitzt. Bei langen Fahrten hat man hier schön die Lasche dann irgendwann am Oberschenkel kleben. Das ist auch eine Veränderung, die ich machen möchte. Es gibt eine Sitzschienenverlängerung für den Defender, dass ich einfach nochmal ein bisschen weiter mit meinem Sitz zurück kann, dass ich nicht so gestaucht fahre. Ich bin aber auch schon dran gewöhnt. Also ich fahre auch mit anderen Autos, ziehe ich mir den Sitz schön ran und alle gucken mich blöd an. Also ist auch so eine Gewöhnungssache. Also ich bin super zufrieden mit meinem Ausbau und dem Setup, das ich hier habe. Ich habe schon einige Abenteuer erlebt. Ich war im Offroad-Park schon unterwegs und habe da dann das erste Mal Kontakt mit Gelände gehabt, habe das Auto fast versenkt. Die nächsten Reisen werden auf jeden Fall mal in den Balkan gehen oder nach Marokko. Dafür ist das Auto super geeignet. Und da habe ich richtig Lust auf ein bisschen Geländeabenteuer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit dem Setup, mit dem Dachzelt, dem Zeltofen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder kommentiert das Video. Und abonnieren nicht vergessen!